zur Pressekonferenz. Wir gewinnen beim SK Rapid mit 2:1. Der DSV steht zum dritten Mal im ÖFB Cup Halbfinale. Gut, dein Resümee. Ja, mein Resümee, ich bin überglücklich, ich muss sagen. Ich habe da wieder eine Mannschaft gesehen, die was alles gegeben hat. Und für das, was wir in der Vorbereitung erlebt haben, muss ich sagen, bin ich riesenstolz, habe ich wirklich einen Riesenstolz auf die Mannschaft, noch mehr, was ich schon vorher gehabt habe. Und ja, im Prinzip, glaube ich, war es ein verdienter Sieg. Und ja, mehr will ich gar nicht sagen. Danke. Bitte, erste Frage. Ich glaube, das Mikro kommt noch. Christian Hakel, Standard. Ja. Kann man sagen, wie habt ihr jetzt wirklich diese ganzen Corona, die haben ja ein Cluster gehabt, ja? Was habt ihr da jetzt wirklich trainieren können? Ich meine, das Ganze macht wahrscheinlich die Situation das Ganze noch sensationeller. Ja, also, wie war es jetzt wirklich, was die von in den letzten Tagen? Ja, es waren 10 Spiele, haben wir geführt und beim Training. Aber die, was halt gesund waren, die haben normal trainiert. Also wir haben uns mal vorbereitet, weil wir gesagt haben, wir möchten unbedingt das Spiel trotzdem spielen. Und ja, und ich glaube einfach durch das, dass keiner glaubt hat, es wird nicht gespielt am Samstag, haben wir das wirklich super hingebracht. Und ja, und ich muss sagen, wenn es dann die Mannschaft sich oder die Spieler sich, bin ich richtig stolz drauf. Als Trainer zu sein, muss ich sagen, mal bei Hartberg, war heute haben sie wieder das geliefert, was immer geliefert haben. Wenn irgendwie alle glaubt haben, es geht eh nicht, dann ist Hartberg immer wieder so eine Mannschaft, was immer wieder aufsteht. Und das hat man halt richtig gesehen. Noch Zusatzfrage, ich meine, weiß nicht, ob du einzelne Spieler lobst, aber der Diarra, das war für mich der überragende Mann auf dem Platz. Ja, das stimmt schon, aber bei so einem Spiel, muss man sagen, gehört die ganze Mannschaft dazu. Natürlich haben wir ein paar Spieler ausgestochen von einem Spieler, aber es ist trotzdem so, dass du jeden braucht hast. Und das hat man heute wieder gesehen und das macht mich stolz. Volker. Gut, wo soll das jetzt im Cup noch hingehen? Ja, ins Endspiel, weil im Prinzip geht es ja darum, dass du ins Endspiel kommst und dann einen Titel machst. Und im Prinzip werden wir morgen schauen, was die Auslassung gibt. Aber ich bin schon draußen, also gesagt, im Fernsehen, du kannst da, auch wenn du Salzburg hast, den einen Spiel kannst du alle schlagen. Und im Prinzip geht es ja darum, wir hoffen alle, dass wir daheim spielen können und ja, werden wir sehen, was morgen rauskommt. Klaus Hohmann. Wie wir alle wissen, ist es ja im Rückblick etwas einfacher. So um die 15., 20. Minute, als es 1-0 für Rapid gestanden ist und der Druck doch beträchtlich war, was ist da so in dir vorgegangen? Ja, im Prinzip haben wir das aber angesprochen, dass Rapid sehr viel Druck macht. Wir haben es ja im Trainingslager beobachtet und da hat man schon gesehen, dass halt beim Pferd jetzt einfach ein anderes Spielsystem haben, dass viel mehr Druck machen, dass viel mehr nach vorne spielen werden und wirklich sehr aggressiv auftreten werden. Und das haben wir der Mannschaft im Prinzip die ganze Woche mitgeteilt und ich glaube einfach, das haben sie gut angenommen. Rapid hat das auch sehr gut gemacht. Das ist außer Zweifel, aber im Prinzip ist trotzdem so, dass einer da nicht so super ausgespielt war. Im Prinzip haben da auch wir Fehler gemacht. Natürlich durch das 1-1 auf einmal ist bei uns dann nur ein Ruck durchgegangen und die Spiele sind dann ein bisschen ruhiger geworden und deswegen muss ich sagen, ob den Ausgleich, glaube ich, waren wir super in der Partie drinnen und dann, ja, dann durch das war es auch verdient. Also spezielle Befürchtungen hast du nicht gehabt, wie es 0-1 gestanden ist und doch Angriff um Angriff auf euer Tor gelaufen ist? Nein, weil ich wusste, das kann man Rapid auch nicht durchspielen. Im Prinzip, wenn du so ein System spielst, dann brauchst du so laufstarke Spieler und irgendwann kippt dir das trotzdem. Und natürlich haben sie die dann auch ein bisschen ausgenommen und dann beim 1-0, weil sie auch gewusst haben, sie können nicht die ganze Halbzeit spielen. Aber dann sind sie tot, weil wären sie auch tot gewesen. Und deswegen habe ich schon gewusst, irgendwann wird auch unsere Zeit kommen. Und bei uns war es einfach so, das war unser drittes Spiel erst. Wir haben dreimal gespielt. Im Prinzip hat fast kein Spieler von uns 90 Minuten gespielt. Und das war halt am Anfang so, dass wir halt auch ein bisschen gebraucht haben. Aber danach haben wir uns gefangen und ja, dann haben sie das gespielt, was wir uns auch vorgehabt haben, dass wir so auftreten werden. Gibt es noch Fragen? Ja. Volker. Du hast neue Leute bringen müssen, das erste Mal mit einem Farkas, mit einem Diarra, den du schon angesprochen hast, ja auch den Okan Aydin. Wie warst du mit denen zufrieden? Ich war mit allen zufrieden im Prinzip und beim Farkas weiß man, was man an ihm hat, Mentalität, er gibt immer alles und das ist ganz wichtig für uns und Diarra hat mir schon gesehen, dass er ein Top-Spieler ist und
dass wir alle stolz sind, dass wir für uns einmal ein halbes Jahr haben. Und ja, und auch beim Ockern ist einfach so, man hat schon gesehen, dass er noch ab und zu nicht richtig steht, aber das wird auch noch drauf haben. Am Ball ist er sonst so riesenstark und ja, eigentlich alle, die was wir geholt haben, sind, mit denen sind wir sehr zufrieden. Und es geht ja nur so. Im Prinzip geht es ja darum, in Hartberg, wenn die Mannschaft gut ist, dann werden wir auch vollkommen mit der Mannschaft. Nicht an sich glaubt, dann wird es auch nicht gehen. Glaubst du, dass du nächste Woche in der Liga jetzt noch Verstärkung dazu bekommst, im Sinne von Spielern, die jetzt wieder gesund werden? Ja, im Prinzip sind, glaube ich, nur ein oder zwei, die was noch, oder glaube ich, nur ein Spieler, der was jetzt noch positiv ist. Alle anderen sind ja eigentlich eh gesund, aber die sind erst gestern rausgekommen. Und ja, und wir haben aber gesagt, die können wir nicht mitnehmen, natürlich, weil es nichts bringt. Und die werden jetzt die Wochen werden wir gut trainieren. Und ja, und dann kommt das nächste Spiel gegen mir, aber es wird doppelt so schwer, weil einfach sehr viel Druck auf uns lastet, weil wir ja im Prinzip 3 Siege brauchen aus den nächsten 4 Spielen in der Meisterschaft. Jochen Planer. Kurtl, du hast in der 54. Minute auf die Uhr geschaut. War das eine bewusste Bewegung oder hast du dir da wirklich was gedacht dabei? Scheiße, erst 10 Minuten vorbei oder... War das einfach nur so ein Reflex? Nein, ist ein Reflex im Prinzip. Du schaust rein, bist ja trotzdem als Trainer ein bisschen angespannt und so und ab und zu beruhigt es. Ich glaube, nur auf die Uhr geschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, wie lange können manche Spieler das noch aushalten? Weil ja eh schon wie gesagt habe, dass man ja nie 91 Minuten gespielt hat und war trotzdem schon bemerkbar, 2, 3 Spieler, dass trotzdem ein bisschen Müdigkeit kommt, mehr mit die Sprint durchzogen haben und ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, wann wir zum Wechseln anfangen, das geht ja dann im Kopf durch, okay, wer wird es sein? Im Prinzip ist das Trainer weiß ja trotzdem, Tennisspieler, die, die dann ein bisschen müde werden und nicht mehr die Leistung bringen, die was du brauchst, dass du gegen Rapid bestehst und durch das habe ich vielleicht auf die Uhr geschaut. Jetzt wäre sicherlich Mario Sonnleitner gern eingewechselt worden, da wo er viele Jahre gespielt hat, war das keine Option für dich, die Abwehr noch zu verstärken oder warst du dir einfach so sicher, du bringst einfach einen Tadic und setzt auf Offensive? Nein, es ist einfach so gewesen, ich wollte hinten nichts verändern und war oft, wenn eine Veränderung ist, überhaupt hinten, wo es trotzdem sehr stabil gespielt haben, dann bringst du ein bisschen Unruhe rein und das wollte ich nicht. Und vorne tust du einfach leichter beim Austauschen und so. Und dann hast du auch gesehen, der Sturmpieper war dann eh schon voll müde und so. Beim Toni habe ich deswegen das gemacht, weil er auch Gelb gehabt hat und da habe ich gemerkt, okay, der hängt dann auch schon ein bisschen. Nein, das waren meine Überlegungen. Ich habe auch überlegt, wie mein Sohn war im Prinzip. Sohn hätte sich sicher verdient, dass er reinkommt und so, aber er trägt das ja trotzdem alles mit, was wir machen. Und ich habe es auch noch ein Spiel. Ende habe ich zu ihm auch gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich brauche ihn, aber ich würde hinten keinen außernehmen, was keiner verdient hat, außen zu sein. So ein schönes Schlusswort. Danke und noch ein schönes Wochenende. Das wünsche ich auch. Und gesund bleiben.